Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 3,5 Monate sind wir mit dieser Jahreslosung als Überschrift und Motto für 2024 aus dem 1. Korintherbrief im 16. Kapitel nun schon unterwegs. Ich möchte Sie meinem Bericht voranstellen. Schon am Beginn des Jahres habe ich dieses Bibelwort als Herausforderung empfunden. Zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich das mehr denn je. Angesichts der aktuellen Fragen und Themen unserer Zeit, in unseren Orten und Gemeinden, in der Gesellschaft, aber auch in Kirchenkreis und Kirche, erlebe ich Momente, da fällt es mir schwer, diesen Vers des Apostels einfach so umzusetzen. Ja, manchmal ist dieser Auftrag sogar ein Widerspruch zu dem, was ich höre, sehe und tue. Seid wachsam, haltet im Glauben fest, seid mutig und stark und alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Diese Worte vor der Jahreslosung rücken Sie vielleicht in ein anderes Licht. Hier geht es nicht um das oft benannte Deckmäntelchen der Nächstenliebe, mit dem wir doch gerne Probleme zudecken. Für mich geht es um eine Grundhaltung für unser Tun und Lassen, die aus der uns geschenkten Liebe Gottes kommt. Eine bedingungslose und nicht endende Liebe, die allen Menschen gleichermaßen gilt. Das heißt eben auch, mutig, stark und entschlossen, sich den Herausforderungen zu stellen, wachsam zu sein und zu bleiben und fest auf dem Fundament des Glaubens zu stehen und damit das eigene Leben, aber auch Kirche Jesu Christi hier und heute zu gestalten und klare Haltung zu zeigen. Lassen Sie mich heute in diesem Bericht auf die anstehenden Aufgaben und Themen unserer Kirche und Gesellschaft schauen. Welche Auswirkungen und Richtungsweisungen können daraus für die Arbeit in unseren Gemeinden und in unserem Kirchenkreis resultieren? Im letzten Jahr wurden erste Ergebnisse der 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, kurz KMU, vorgestellt. In den Medien wurden lediglich Schlaglichter dargestellt, allen voran, die Bedeutung der Kirchen nimmt rapide ab. Zum Untersuchungszeitraum Oktober bis Dezember 2022 gehörten noch gut 50% der Bevölkerung einer christlichen Kirche an, darunter 25% katholische und 23% evangelische Christen. Dazu kommen Freikirchen, postmigrantische christliche Gemeinschaften. Damals waren 46% konfessionslos. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wissen wir, dass sich das umgedreht hat, dass es mehr als 50% konfessionslos gibt. In unserem Kirchenkreis, das wissen Sie alle, ist diese Zahl deutlich höher. Wir erleben, wie sich unsere Gemeinden verkleinern. In den ersten 3 Monaten des Jahres haben wir bereits 162 Gemeindeglieder verloren und wir werden sicher am Ende des Jahres unter die Zahl von 11.000 Gemeindeglieder fallen. Das wird Auswirkungen auf unsere Arbeit haben, aber vielleicht auch Chancen, die Arbeitsfelder zu stärken und neu aufzustellen. Die großen christlichen Kirchen sind zu Minderheitskirchen geworden. Eine Schlussfolgerung, so die KMU für unsere Kirche, ergibt sich daraus. Dies realistisch und offen anzuerkennen. Das heißt aber nicht, dass wir als Kirche uns in unsere Minderheitsecke zurückziehen, sondern das heißt, das Evangelium gilt allen Menschen. Wir haben eine Botschaft, die Leben schenkt, Hoffnung und Zuversicht gibt und Mut macht. Diese Botschaft müssen wir in vielfältigen Formen allen Menschen zugänglich machen. Das bedeutet doch, wir müssen unsere Anliegen und Ziele neu formulieren und es bedarf einen Sprach- und Haltungswandel. Und das darf gerne auch ganz wörtlich genommen werden. Unsere Sprache in Gottesdienst und Veranstaltungen ist oft nur noch wenigen Insidern verständlich. Schon Martin Luther wusste,
Man muss dem Volk aufs Maul schauen. Inhaltlich. Wie kann unsere Botschaft Menschen in ihren persönlichen Situationen hilfreich sein? Und wie klar vertreten wir die Sache Jesu? Die reformatorischen Grundaussagen, sola scriptura, solus Christus, sola gratia und sola fides, müssen wieder deutlicher in unserer Verkündigung erscheinen. Das ist das Fundament unseres Handelns. Und in diesem Licht leuchtet die Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Inhaltlich, aber auch sprachlich, dem Volk aufs Maul schauen. Mit verständlichen und lebensnahen Formulierungen. Nicht nur in unseren Gemeinden und Regionen, sondern auch im gesellschaftlichen Kontext. Die KMU hat festgestellt, ein hohes Vertrauen wird der diakonischen Arbeit der Kirchen zugeschrieben. Das erleben wir auch hier bei uns im Kirchenkreis sehr aktiv. Das soziale Engagement für Arme, Kranke und Bedürftige und auch der Einsatz für soziale Gerechtigkeit in der Welt sind Entscheidungen für den Verbleib in der evangelischen Kirche. Allerdings schwindet das Vertrauen, wenn Kirche sich nicht verändert und reformiert. Ja, liebe Geschwister, wir müssen uns verändern. Auch in unserem Kirchenkreis. Und sicher gehören da auch die strukturellen Veränderungen zu. Wir haben im letzten Jahr den Beschluss gefasst, die Kooperationen mit den Nachbarkirchenkreisen zu vertiefen, uns nicht zu möglichen Zusammenschlüssen in Verbänden oder Fusionen haben wir nicht klar geäußert. Für die Landeskirche ist das zu unkonkret. So wird es im August ein gemeinsames Gespräch mit VertreterInnen aus dem Landeskirchenamt, der Regionalbischöfin und dem Kreiskirchenrat zu den Perspektiven unseres Kirchenkreises geben. Und dann ist auch Jan Lemke wieder bei uns im Kirchenkreis. Und nein, es gibt keinen Beschluss des Landeskirchenrates und der Landeskirche, der die Fusion unseres Kirchenkreises mit Magdeburg und Heidensleben-Wolmirstedt vorsieht, wenn auch diese Meinung sich immer noch hartnäckig hält. Es wird lediglich Gespräche geben mit beiden Kirchenkreisen Anfang Mai und ein gemeinsamer mitarbeitenden Konvent Anfang Juni ist in Plan. Da dies aber alles noch in der Schwebe ist, lassen Sie mich eher auf einzelne Schwerpunktthemen der KMU blicken, die ich für unsere Arbeit in Gemeinden und Kirchenkreis relevant finde. Dahingehend den Blick zu schärfen und Veränderungen in unserer Arbeit anzugehen, finde ich hilfreich und lohnenswert. Auf einen der 10 Themenbereiche bin ich bereits eingegangen, das Thema Reformprozesse, Veränderungen in unserer Kirche. Auf 2 weitere Themen aus der KMU und einen Schwerpunkt aus der Begleitstudie unserer Landeskirche möchte ich konkret eingehen und für mich sichtbare Überlegungen und Schlussfolgerungen für unsere Arbeit darlegen. Das erste, das Thema Gottesdienst. Laut KMU empfinden 12% der evangelischen ChristInnen den Gottesdienst wichtig für das Christsein, 15% innerhalb der katholischen Kirche und 18% der Konfessionslosen. Also, kirchenferne Menschen haben ein traditionelleres Bild vom Christsein als Kirchenmitglieder selbst. Eine Erkenntnis der Studie ist uns in unseren Gemeinden wohl bekannt. Die Bedeutung des Sonntagsgottesdienstes nimmt rapide ab. Die Zahlen sprechen für sich. Grund für den Gottesdienstbesuch sind in den meisten Fällen Kasualgottesdienste, also Taufen, Konfirmation, Trauung, Jubel, Konfirmation, Beerdigung. Und eine hohe Bedeutung haben Festtagsgottesdienste, allen voran der Heiligabend. Und auch das haben wir gerade am vergangenen Weihnachtsfest in unseren Kirchen gesehen, die häufig sehr gut gefüllt waren, so habe ich es selbst erlebt und aus vielen Gemeinden gehört. Menschen, die in den Gottesdienst kommen, erwarten einen einladenden Kirchenraum, ansprechende Musik und eine angenehme Atmosphäre.
Dazu eine gute Predigt und moderne Sprache. Liebe Geschwister, ich kann das gut nachvollziehen. Wenn ich einen Gottesdienst besuche im Urlaub oder an freien Sonntagen, ist es das, was mich anspricht und ich hinterher etwas für mich mitnehme. Übrigens auch in digitalen Gottesdienstformaten. Was kann das also für unsere Arbeit bedeuten? Die KMU empfiehlt, verstärkt den Fokus auf die Lebensrealitäten zu achten und die Verantwortung eines Gottesdienstes auf mehrere Menschen zu verteilen. Ich weiß, das funktioniert in unserem Bereich nur bedingt. Dazu bin ich oft genug selbst als Alleinunterhalterin in Gottesdiensten unterwegs. Das ist nun mal der gottesdienstliche Alltag. Natürlich sind unsere personellen Ressourcen und Kräfte mehr als begrenzt. Aber damit möchte ich mich nicht zufrieden geben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir macht ein Gottesdienst mit schöner Musik, mehreren Beteiligten und mehr als 5 BesucherInnen mehr Spaß. Wir haben viele schöne Kirchengebäude. Unmöglich, sie flächendeckend regelmäßig zu bespielen. Und ich kenne auch die Argumente, dass es schwierig ist, einen oder mehrere Orte weiterzufahren, um einen Gottesdienst zu besuchen. Aber vielleicht finden wir ja auch da angemessene Lösungen. Mancherorts wird das bereits praktiziert. In vielen Gemeinden wird schon Neues ausprobiert. Kirche Kunterbund gehört zu solchen Ideen oder auch Gottesdienst anders oder Gottesdienst kreativ, wer heute im Kirchspiel Caesar mit unserem Landesbischof gefeiert wird. Abendandachten am Wochenschluss oder zur Wochenmitte, kleine Gottesdienstformate alternativ zum agendarischen Gottesdienst. Dazu möchte ich weiter ermutigen. Die Visitationskommission hatte im letzten Jahr die Idee, eine Visitation zum Arbeitsfeld Gottesdienst durchzuführen. Das ist ein wenig im Sande verlaufen, aber ich bitte die Kommission darum, dies jetzt in Angriff zu nehmen. Lassen Sie uns schauen, wie es um den Gottesdienst in unserem Kirchenkreis bestellt ist. Wie viel Vielfalt werden wir dabei entdecken können und vor allem, welche Bedürfnisse haben die Menschen in unseren Gemeinden? Gibt es auch bei uns den Unterschied zwischen dem klassischen Sonntagsgottesdienst und den Kasualgottesdiensten? Und dabei ein kleiner Einschub. Übrigens sind das keine privaten Familienveranstaltungen, sondern wichtiger Teil im Leben einer Gemeinde. Ich höre oft, ach, das ist Taufgottesdienst, da kann ich ja nicht hingehen, das ist ja nur für die Familie. Nein, es ist nicht. Vielleicht finden wir ja neue Wege in der Gestaltung unserer Gottesdienste und können mehr Menschen dazu einladen. Das zweite Thema, religiöse Sozialisation, hat es die KMU überschrieben. Dabei wurde nachgefragt, was für die religiöse Sozialisation und Bindung an Kirche ihren Ursprung für Menschen hat. Eine breite Mehrheit hat dafür das Elternhaus als entscheidend gesehen und dabei die eigene Mutter hervorgehoben. Und ganz besonders prägend waren die Erfahrungen aus der Konfirmandenzeit und die Konfirmation. Ebenso die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, verschiedene Angebote dazu, ob es nun einzelne Projekte waren oder mehrtägige Freizeiten. Mich hat dieses Ergebnis überrascht und gefreut, gerade wenn es um die Konfirmation geht. Das hätte ich nicht gedacht, dass da sehr viele Entscheidungen getroffen wurden. Gut 70% gaben diese Erfahrung als wegweisend für den heutigen Blick auf Glaube und Religion an. Auch die Teilnahme am schulischen Religionsunterricht und die damit gemachten Erfahrungen hatten großen Einfluss auf die spätere Bindung zur Kirche. Dabei wird es immer wichtiger, dass im Religionsunterricht unterschiedliche Meinungen zu religiösen Fragen diskutiert werden können und der Blick auf die unterschiedlichen Religionen geweitet wird. Das ist in vielen Stellen bereits im Lehrplan verankert. Mit diesem Ergebnis hat sich unsere Landessynode am vergangenen Wochenende ausführlich beschäftigt.
Durch einen Beschluss wurde die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien in den Fokus gerückt. Ich zitiere: Die Kirchenkreise und Gemeinden werden gebeten, ein Drittel der ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen für sozialisationsbegleitende Maßnahmen, Arbeit mit Familien, Kindern, Jugendlichen, Konfi, Religionsunterricht und Kirchenmusik ab dem nächsten Haushaltsjahr 2025 einzuplanen und einzusetzen. Liebe Geschwister, ich begrüße es, dass die Landessynode damit ein klares Signal zur Stärkung der gemeindepädagogischen Arbeit gegeben hat. Häufig höre ich, die Kinder und Jugendlichen sind doch unsere Zukunft, und dem kann ich nur zustimmen. Wird das aber auch in unserer kirchlichen Arbeit so umgesetzt? Worauf liegt unser Fokus in den Gemeinden und im Kirchenkreis? Ein Drittel unserer Ressourcen. Im Antrag zu diesem Beschluss hieß das erst ein Drittel des Haushaltes. Was würde das für unseren Kirchenkreis heißen? Ich habe das mal überschlagen. Wir haben ein Haushaltsvolumen in diesem Jahr von ca. 5,7 Millionen, 30%, wenn Sie sich ausrechnen, ungefähr 1,7 Millionen für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien. Wenn wir an diesen nackten Zahlen festhalten würden, und die Landessynode hat es ja auch nicht so beschlossen, sondern die ganzen Ressourcen in den Blick genommen, dann ist das nicht zu realisieren, ich weiß. Dann würden wir unsere anderen Aufgaben nicht mehr schaffen. Und ich bin mir sicher, auch in Ihren Gemeinden wäre das nicht machbar. Allerdings bitte ich Sie eindringlich, bei der nächsten Haushaltsplanung darauf zu achten, dass die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien, die Konfirmandenarbeit, die kirchenmusikalischen Angebote auskömmlich finanziert sind. Schauen Sie sich die Räume und Bedingungen an. Die Landessynode hat eben alle Ressourcen in den Blick genommen, und dazu gehören auch Räume. Wir brauchen einen Perspektivwechsel in dieser Arbeit und in unserer Arbeit. Wie können Angebote noch attraktiver und einladender werden? Wie setzen wir unsere Ressourcen ein? Welche Unterstützung brauchen diejenigen, die diese Arbeit machen? Liebe Geschwister, legen wir in diesem Arbeitsfeld einen wichtigen Schwerpunkt. Und das ist nicht nur die Aufgabe der wenigen Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen, sondern aller Mitarbeitenden im Verkündigungsdienst und im Ehrenamt. So ist es zum Beispiel zu überlegen, ob dies nicht auch in Dienstvereinbarungen für Pfarrpersonen oder KirchenmusikerInnen abgebildet werden sollte. Wir haben uns vor einigen Jahren hier in der Kreissynode mit der Konzeption dieses Arbeitsbereiches im Kirchenkreis beschäftigt. Lassen Sie uns das damalige Ergebnis anschauen und evaluieren, in welchen Bereichen wird das umgesetzt und wo gibt es dringend Nachholbedarf. An dieser Stelle möchte ich allen von Herzen danken, die in diesem Arbeitsfeld unterwegs sind, ob hauptamtliche Mitarbeitende oder auch die Ehrenamtlichen, gerade in den Gemeinden und Regionen, in denen wir keine hauptberuflichen Stellenanteile für die Gemeindepädagogik haben. Eure und Ihre Arbeit ist so unverzichtbar für das Leben in unseren Gemeinden und im Kirchenkreis. Und ebenso muss es Aufgabe der Kreissynode und der Ausschüsse, besonders des Stellenplanausschusses und der Ausschussfragen des kirchlichen Lebens sein, zu schauen, wie wir dieses Arbeitsfeld weiter stärken können. Und ein drittes Thema möchte ich Ihnen ans Herz legen: die Bedeutung der Kirchenmusik für kirchliches Handeln. Begleitend zur KMU 6 ist ein Forschungsprojekt in unserer Landeskirche gemeinsam mit der evangelischen Arbeitsstelle MIDI durchgeführt worden. Auch diese Ergebnisse liegen nun vor. Im gleichen Untersuchungszeitraum der KMU wurden in unserer Landeskirche aktive Menschen in musikalischen Gruppen, Chorleitende und Teilnehmende an kirchenmusikalischen Veranstaltungen befragt. Beeindruckende Zahlen vorneweg. In diesem Zeitraum gab es in der EKM 1203 kirchenmusikalische Gruppen, in denen
21.035 Menschen aktiv sind. 4.797 kirchenmusikalische Veranstaltungen wurden gezählt und es gab 133,4 vollbeschäftigten Einheiten im Bereich der Kirchenmusik. Bei den Aktiven gehört fast 80% der evangelischen Kirche an. 12% sind konfessionslos. Wichtiges Ergebnis dieser Studie ist die Feststellung, dass die Kirchenmusik einen prominenten Stellenwert in der kirchlichen Praxis vor Ort hat. Es gibt ein gutes Miteinander von musikalischen Gruppen im gemeindlichen Kontext und auch zwischen den Verantwortlichen. Ausnahmen bestätigen die Regel. In vielen Fällen bringen sich Menschen gerne in diesem Arbeitsfeld ein, um das Gemeindeleben aktiv mitzugestalten und das kulturelle Leben im Ort und in der Region zu stärken. Und damit trägt das zur Mitgliederbindung und Mitgliederorientierung bei. Die Kirchenmusik schafft einzigartige Resonanzräume und Kontaktflächen für kirchenferne Menschen. So sind fast 22% der BesucherInnen dieser Veranstaltungen konfessionslos. Etliche besuchen regelmäßig Angebote, andere gelegentlich. Wie wird dafür geworben? Am besten ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Dazu kommt der Gemeindebrief und das Plakat. Wobei vermutlich die Bedeutung von Internet und Social Media zunehmen wird. Auch in unserem Kirchenkreis und in unseren Gemeinden machen wir die Beobachtung, dass kirchenmusikalische Angebote gern angenommen werden. Häufig besser als der Gottesdienst am Sonntagvormittag. Zahlreiche Menschen sind in musikalischen Gruppen hoch engagiert. Und auch hier hat sich die Landessynode mit diesem Thema beschäftigt. Im dazugehörigen Beschluss wird einerseits auf die Stärkung der Nachwuchsförderung hingewiesen. Kirchenmusikalische und auch schulische Angebote sind bedeutend für die religiöse und kulturelle Bildung. Andererseits wird noch einmal betont, dass die Kirchenmusik ein zentrales Arbeitsfeld der Verkündigung ist und zunehmend in Gemeinden und im gesellschaftlichen Kontext an Bedeutung auch für